ja vielleicht mitbekommen, der Bayerische Inlandsgeheimdienst, der Verfassungsschutz, hatte verschiedene unabhängige kritische Medien wie die Nachdenkseiten, die Neulandrebellen, die Weltwoche oder die Berliner Zeitung sowie die BSW-Politikerin Sevim Dadelen frontal angegriffen und in einem Papier erwähnt, wo ihr vorgeworfen wurde, sie würden Nachrichten verbreiten, die dem russischen Narrativ dienten. Also eine ziemlich absurde Hetzkampagne des Verfassungsschutzes gegen eine Oppositionspolitikerin sowie gegen zahlreiche unabhängige und kritische Medien, die einfach nur eine Berichterstattung gemacht haben, die eben nicht dem transatlantischen Narrativ dienlich war. Aber das reicht in Deutschland mittlerweile schon, um ins Visier des Verfassungsschutzes zu geraten. Sevim Dadelen hat sich nun zu diesen Vorwürfen vom Verfassungsschutz geäußert. Und das schauen wir uns jetzt mal an, was sie so geschrieben hat. Der Bayerische Inlandsgeheimdienst hat offensichtlich nichts Besseres zu tun, als eine Liste von Medien und Politikern zu erstellen, deren Inhalte anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ passen. Auch meine Homepage wird von den Münchner Schlapphüten gelistet. Die Unterstellungen des Bayerischen Verfassungsschutzes sind einfach nur absurd. Auf meiner Website dokumentiere ich meine politische Arbeit, etwa für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges, kleine Russland-Festspiele, die Praxis des Bayerischen Inlandsgeheimdienstes bei jeder Art kritischer Berichterstattung gegenüber der NATO oder der US-Raketenstationierung in Deutschland, russische Feindpropaganda zu wittern, ist demokratiegefährdend und ein Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland, habe ich NZZ auf Nachfrage gesagt. Absolut richtig, absolut richtig. Sehr gut, was sie hier nochmal sagt. Sie scheint das auch der NZZ gesagt zu haben. Das hatte ich nicht mitbekommen, aber hier auf Twitter hatte ich das sofort gelesen. Es hat mich gefreut, dass sie sich da nochmal so klar geäußert hat. Wer sich das Papier des Bayerischen Inlandsgeheimdienstes anschaut, wird feststellen, dass sich neben meiner Website hochrespektable US-amerikanische Zeitungen wie die linksliberale The Nation oder die Parlamentszeitung The Hill gelistet sind, wie auch die deutsche linksliberale Wochenzeitung Der Freitag und öffentlich-rechtliche Medien wie der NDR oder das Portal des Statistisches. Das ist ja geil, das hatte ich ja gar nicht entdeckt, aber ja, der Status ist anscheinend auch demokratiegefährdend. Ich meine, die dokumentieren gerade, wie die Ampel unser Land deindustrialisiert. Das ist ja wirklich das Krasse. Also, wenn man Deindustrialisierung sagt, da kommen manche besonders regierungstreue Leute ja schon herbeigekrochen und schreien, nein, das ist eine Verschwörungstheorie. Und dann sagt man diesen Leuten, ja, schau mal bei D-Status nach, da ist dokumentiert, dass Deutschland seit 2018 durchgängig an Industrieproduktion verliert. Unser Land wird gerade deindustrialisiert. Das ist durch amtliche Statistiken belegbar. Dann sind diese Leute seltsamerweise ganz leise. Aber ja, deswegen ist D-Status jetzt auch verfassungsgefährdend. Das allein zeigt das abstruse Vorgehen der Schlapphüter aus Bayern. Es ist dramatisch, wenn diese Angriffe auf die Presse und Meinungsfreiheit nicht mehr kritisch hinterfragt werden, sondern auch Beifall erhalten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die CSU den Bayerischen Inlandsgeheimdienst nutzt, um einen unliebsamen politischen Konkurrenten zu diffamieren und das Ganze bemerkenswerterweise mit Applaus der autoritären Grünen. Die Veröffentlichung des Bayerischen Inlandsgeheimdienstes ordne ich als untauglichen Versuch ein, jeden, der sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für Friedensverhandlungen einsetzt, der Zusammenarbeit mit Russland zu verdächtigen. Es ist im Grunde ein Angriff auf die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland, die sich Friedensverhandlungen wünscht. Absolut richtig. Das ist eine politische Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes, wie sie des Häufigeren stattfindet, um die Friedensbewegung, um die demokratische Opposition gegen diese irre Kriegspolitik gegen Russland anzugreifen. Alle sind eingeladen, auf meiner Website sevimdadelen.de zu informieren und sich selbst einen Eindruck zu machen. Wer die Grundrechte verteidigen will, muss leider inzwischen die Verfassung vor dem Bayerischen Verfassungsschutz schützen. Im Unterschied zu vielen anderen berichtet die Neue Zürcher Zeitung über den Angriff auf die Pressefreiheit kritisch. Absolut richtig. Aber wie gesagt, da muss noch mehr Medienberichterstattung kommen, da muss auch vom BSW noch mehr kommen. Ist gut, dass Sevim Dadelen sich jetzt nochmal auf Twitter geäußert hat, aber das muss größer werden. Das ist ein riesiger Skandal, was hier passiert ist. Also so wie Sevim Dadelen das gerade geschrieben hat. Genau so muss die Reaktion aussehen. Was die ganzen Kritiker des BSW, die also fordern jetzt mittlerweile schon, dass das, oder zumindest ein Teil der Kritiker fordert schon, dass das vom Verfassungsschutz überwacht wird. Ich habe also ein Mitglied der SPD Sachsen-Anhalt gesehen, was wirklich fordert, dass das BSW vom Verfassungsschutz überwacht werden soll. Ich kann euch das mal kurz raussuchen. Aus der SPD Sachsen-Anhalt kommt mittlerweile die Forderung, dass das BSW vom Verfassungsschutz überwacht werden soll. Das hatte ich hier auf Twitter geteilt. Ja, hier.
Die Unterstützung eines autoritären Regimes, welches kriegerisch Landgewinne auf europäischem Boden machen will, ist doch eindeutig verfassungsgefährdend. Eine Beobachtung des BSW wäre mehr als angebracht und würde verdeutlichen, wo diese Partei steht. Das ist jemand aus der SPD Sachsen-Anhalt. Hier sind wir mittlerweile angekommen. Und da muss man ganz klar machen, der Verfassungsschutz ist ein Machtinstrument der Regierung, um die Opposition zu drangsalieren, zu überwachen und zu diskreditieren. Und ja, ich hoffe, dass sich das BSW gegen diese Angriffe wehrt. Also jetzt nicht primär juristisch, sondern primär durch öffentliche Aufklärung. Durch Aufklärung darüber, was der Verfassungsschutz eigentlich ist und wozu er dient. Sevim Dadelen hat das hier vorbildlich gemacht und es freut mich, dass sie sich in dieser Art und Weise geäußert hat.